Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Bernhard Daltrup von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns ja bereits in der letzten Wahlperiode über die Frage unterhalten, was wir denn eigentlich mit dem Solidaritätszuschlag in dieser Wahlperiode machen werden, wenn der Solidarpakt ab 2020 ausläuft. Also mit anderen Worten, die Debatte ist eigentlich gar nicht neu. Neu ist mehr die Art und Weise, wie hier zwei Fraktionen miteinander sich käbbeln und streiten. Wir haben nämlich nach der Bundestagswahl uns mit der CDU/CSU im Koalitionsvertrag geeinigt, und zwar unter Verzicht aus Winken vom Balkon. Und das Ergebnis lautet, wir schaffen den Soli ab 2021 mit einem Volumen von zunächst 10 Milliarden Euro für breite Schichten der Bevölkerung, nicht Klientel, für breite Schichten der Bevölkerung ab. Hier ist schon vorgetragen worden, wir werden 90% aller Solizahler vollständig vom Solidaritätszuschlag entlasten. Die Zahlenbeispiele sind eben wiederholt gesagt worden, die muss ich nicht hier nochmal darstellen, gestern im Übrigen auch. Wir tun etwas für die Menschen in der Mitte der Gesellschaft, denn Geringverdiener sind vom Solidaritätszuschlag sowieso nicht betroffen. Wir tun das, nicht die Opposition, nicht die FDP, die schon mal gar nicht, die hätte es ja bis 2013 machen können. Herr Guttinger hat darauf hingewiesen. Wir machen das. Das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Und wir machen eins nicht. Wir entlasten nicht diejenigen Menschen mit hohen und höchsten Einkommen. Das wollen Sie, das wollen wir nicht. Das ist ein Unterschied. Und ich bin sehr froh darum, dass dieser Unterschied heute deutlich wird. Das haben wir nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Ist ja klar, wenn einer einen Vorschlag macht, beginnt der Wettlauf sozusagen nach dem Motto, wer entlastet denn am schnellsten? Und dementsprechend hat die AfD gestern den Staffelstab für heute an die FDP übergeben. Ich weiß, das ist der FDP irgendwie peinlich. Und ich finde, ja, das ist es eigentlich auch. Ich will drei Punkte ansprechen aus dem Antrag der FDP. Erstens sagen Sie fehlende Legitimation, indem ein direkter Zusammenhang nur zwischen Solidaritätszuschlag und Solidarpakt hergestellt wird. Das ist aber falsch. Der Solidarpakt ist der Finanzrahmen gewesen für Aufbauleistungen in Ostdeutschland. Der Solidaritätszuschlag kann deshalb zwar nicht unverändert bleiben, bleibt er ja auch nicht, aber er ist eine Steuer für besonders schwierige Aufgaben des Staates. Er läuft nicht aus, wenn besondere Herausforderungen weiterhin da sind. Und das ist der Fall. Zweitens. Sie prognostizieren Verfassungswidrigkeit für den Fall der Fortsetzung des Soli. Was gestern die AfD fälschlicherweise für die Vergangenheit festgestellt hat, das stellen Sie jetzt schon sozusagen für die Zukunft fest. Ich glaube, etwas weniger Hybris wäre gut, denn Fraktionen mögen ihre Meinung haben, aber über Verfassungswidrigkeit entscheiden sie nicht. Und jetzt komme ich drittens zum Kern. Sie sagen, die Vollendung der deutschen Einheit als Begründung des Solidaritätszuschlages sei mit dem Auslaufen eindeutig des Solidarpaktes eindeutig erreicht worden. Das ist, glaube ich, sogar besonders falsch. Die Finanzierungsnotwendigkeit für den Solidarpakt mag entfallen, die Aufgabe bedauerlicherweise nicht. Sie stellt sich sogar neu. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland verlangt von Staat und Gesellschaft besondere finanzielle Anstrengungen. Leider mittlerweile nicht nur für den Osten, sondern auch in anderen Regionen, und zwar nicht nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedürftigkeit. Und die gibt es leider auch in Teilen der alten Bundesländer. Ich empfehle Ihnen mal einen Blick in den Raumordnungsbericht beispielsweise. Es gibt Marktversagen in diesem Land, und das erfordert staatliches Handeln, und das erfordert wiederum besondere finanzielle Aktivitäten, wenn Sie gleichwertige Lebensverhältnisse wollen. Und wir wollen das. Und wir werden dieses Verfassungsziel hier im Parlament, Kommission, Ausschuss mit besonderen Maßnahmen, Hilfen bei Altschulden beispielsweise, mit einem gesamtdeutschen Fördersystem für Wachstum und Innovation, wir werden uns dieser Aufgabe stellen. Wir entlasten im Gegensatz zu Ihnen die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen überdies durch Milliardenprogramme für Bildung, Infrastruktur, Kindergeld und so weiter. Das ist alles hier dargestellt worden. Und das, meine Damen und Herren, ist eine sehr begründete Form von Solidarität, die dem Gedanken des sozialen Rechtsstaates, unseres Grundgesetzes jedenfalls entspricht. Wir müssen auf das verzichten, wenn wir, wie die FDP das fordert, jetzt die Steuern für hohe Einkommen senken würden. Aber das tun wir nicht. Und Sie, meine Damen und Herren von der FDP, Sie tun das auch nicht. Denn Sie sind Opposition, und das soll so bleiben, und das ist auch gut so. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt.